Eine Katze frisst in der Natur viele kleine Mahlzeiten. Immer wenn sie Hunger hat, fängt sie sich eine Maus oder was anderes. Aber wie sieht das Ganze bei unseren Hauskatzen aus? Wie füttere ich richtig und was muss ich dabei beachten? Das alles gibt's jetzt. Hey Leute, ich bin Anni und heute geht's um die Ernährung für Katzen. Super ist es, wenn ihr euren Katzen mehrmals am Tag kleine Minimahlzeiten zur Verfügung stellen könnt. Idealerweise wären das sogar 8 bis 10 Stück. Es gibt auch Katzen, die sich ihr Futter gerne selbst einteilen. Das nennt man Ad libitum-Fütterung. Hier steht das Fressen den ganzen Tag zur freien Verfügung. Das ist allerdings nicht ganz ohne und es gibt besonders Probleme bei übergewichtigen Katzen. Außerdem muss dabei eine sehr gute Futterhygiene beachtet werden. Wer mehrere Katzen hat, kennt vielleicht das Problem, dass eine immer mehr frisst als die andere. Bei mir ist das zum Beispiel Emil, der klaut mir sogar den Brokkoli frisch aus dem Topf heraus. Abhilfe kann da so ein Mikrochip-gesteuerter Futterautomat schaffen, denn der öffnet sich nur, wenn die jeweilige Katze sich bedienen möchte. Für die Minimahlzeiten könnt ihr auch solche Futterbälle, Futterlabyrinthe oder sogenannte Fummelbretter benutzen. Da lässt sich ganz einfach Trockenfutter reinfüllen, das sich die Katzen dann selbst heraushangeln müssen. Das hilft nicht nur bei der Fütterung, sondern auch gegen Langeweile. Aber wie lagere ich Trockenfutter eigentlich richtig? Am besten lasst ihr es einfach in der Originalverpackung, presst schön die Luft raus und verschließt es gut und stellt es an einen dunklen, kühlen und trockenen Ort. Alternativ könnt ihr es natürlich auch in eine Dose füllen und in den Schrank stellen, sodass die Katzen nicht rankommen. So bleibt es frisch und knackig. Aber wie sieht das Ganze eigentlich bei Nassfutter aus? Das wird von meinen Katzen zum Beispiel klar bevorzugt. Das Tolle dabei ist, dass schon viel Flüssigkeit über die Nahrung aufgenommen wird. Wenn ihr Dosen benutzt, sollten diese nach Anbruch auf jeden Fall in den Kühlschrank. Vor der nächsten Fütterung dann 30 bis 60 Minuten vorausnehmen, damit das Fressen Zimmertemperatur erreicht. Und bitte nicht länger als 2 Tage aufbewahren. Alternativ können natürlich auch solche Portionsbeutel genutzt werden. Wenn ihr die dann nicht ganz aufbraucht, natürlich auch in den Kühlschrank. Eine andere Möglichkeit der Fütterung ist das sogenannte Barfen. Viele von euch kennen das bestimmt von Hunden, aber das ist auch für Katzen eine super Sache. Barfen steht für biologisch artgerechte Rohfütterung. Hierbei werden rohes Fleisch und Innereien, ein bisschen Obst und Gemüse sowie Zusätze wie Mineralien und Öle zusammengemixt. Das Tolle dabei ist, dass die Katze auf großen Teilstücken rumkaut und so schon eine Weile beschäftigt ist. Außerdem ist es eine besonders naturnahe Ernährung und ihr wisst genau, was eure Katze zu sich nimmt. Barfen ist wirklich ein super komplexes Thema und wenn ihr die Portionen selbst zusammenstellen wollt, ist es sicherlich hilfreich, sich von einem Experten beraten zu lassen. Durch die Mischfütterung können wir die Vorteile von Nass- und Trockenfutter gut miteinander kombinieren. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich das Trockenfutter immer in Spielzeuge fülle oder durch die Wohnung werfe und das Nassfutter gibt es dann frisch aus dem Napf. Dadurch haben meine Katzen immer eine gewisse Abwechslung in den Mahlzeiten. Snacks. Welche Katze liebt sie nicht? Meine beiden Kater stehen da total drauf und ich versuche ihnen auch manchmal kleine Tricks damit beizubringen, bisher allerdings mit mäßigem Erfolg. Ihr könnt Leckerlis gerne täglich verfüttern, eure Katze wird sich über die Aufmerksamkeit freuen, aber bitte immer in Maßen. Ausgewogene Ernährung, egal ob Trocken- oder Nassfutter, trägt dazu bei, eure Katze fit und gesund zu halten. Aber das Wichtigste ist, immer genug Wasser bereitzustellen. Wenn euch die heutige Folge von Rund um die Katz gefallen hat, abonniert doch unseren YouTube-Kanal, um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.